Hallo, ich bin der Manuel Schad von SLS Sports. Heute Ende des Jahres nach Weihnachten könnten wir auch mal einen Jahresrückblick machen über das Jahr 2023. Ich habe das mal zusammengeschrieben, so eine Liste. Also das Video könnte länger werden. Begonnen hat der ganze Spaß im Frühjahr mit unserer Lapplandreise zum Marco Willig, lapplandbike.com. Der hat mir das ermöglicht, dass wir dort einen Urlaub machen konnten und mein erstes Schneemobilrennen auf einer Yamaha Dreizylinder mit 170 PS. Geiles Erlebnis. Ich will noch dazu sagen, das meiste, was ich euch jetzt erzähle, da gibt es auch einzelne Videos dazu, da kann man mal schauen, aber wir haben nicht alles gefilmt, wir haben oder nicht immer die Actioncam dabei gehabt, deshalb gibt es manchmal auch nur Bilder. Danach war schon das Hönnetrail, karitative Veranstaltung, wird wieder richtig Geld gespendet, ist im Sauerland in Balve, auch eine super Veranstaltung, muss man einfach mit dabei sein. Da haben wir uns zum Vollgas am Motorrad geknallt und haben das mal angeschaut, mit dem großen Dank. Dann bin ich mit dem Jörg nach Italien gereist. Ich weiß gar nicht, was wir da für einen Auftrag gehabt haben. Wir waren dann bei der Modus Matata. Da waren wieder bestimmt Tanks zu holen zwischendrin. Wir haben Kotflügel geholt, wir haben Verkleidungen geholt. Das ist immer das gleiche Spiel, wenn ich da unterwegs bin. Da kaufe ich fest ein. Sonst lohnt sich das Ganze gar nicht. Die Modus Matata ist eine Enduro-Ausfahrt, gemeinsame Ausfahrt in Italien bei Ancona, also recht weit weg von uns. Ist richtig spaßig, wünsche ich mir mal mit gespannt zu machen. Ist aber anstrengend. Dann sind wir zusammen nach. Neuhaus ist jetzt nicht. Ne, Schlichtern, du kannst gerne ablesen, Schlichtern? ne? Was ist denn nicht? Dann liegt doch alles klar. Du bist ein bisschen dumm. Drehbuch gestern Abend zugeschickt. IGE Schlüchtern. Ja. Jungs, so ist es, wenn man die erste bis dritte Klasse einfach auslässt und den Rest der Zeit, keine Ahnung, Holz gehackt hat. Also danach IGE in Schlüchtern. Also IGE Schlüchtern ist einfach die geilste Strecke. Also mir gefällt es. Schlüchtern, Rottleben. Das sind so meine Favoriten. Und Schlüchtern, das war fast nicht fahrbar. Das war einfach nur Schlamm, Schlamm, Schlamm. So wie wir es jetzt gerade zur Zeit haben. So hat das Jahr ja schon angefangen. Dann haben wir unser erstes Klassik Enduro gefahren. In Neuhaus. Wie war denn das so? Gut. Tut das auch noch weh? Das kann man so, ja. Ja, da hat der Baumer versucht, den Beifahrer loszuwerden. Ne? Nicht auf die sanfte Art, sondern einfach mal so einen Baum touchiert. Geile Veranstaltung. Da dem MC Solara nochmal danke. Und durch dieses Rennen ist auch zustande gekommen, dass wir später unser Enduro-Boxer-Treffen dort machen konnten. Ja, dann sind wir so richtig in den Motocross-Bereich reinkommen. Deshalb Platz 5. War das der letzte? Nee. Nicht. Platz 5. Von sieben. In Euskirchen, Eusenheim, am billigen Wald hat es geheißen. Ja. Das war voll lustig. Also da, echt cool, der erste Pokal mit dem Gespann. Dann ging es weiter. Ja. Sind wir nach Bilstein direkt gefahren? Ja, das war cool. Das hat echt Spaß gemacht, war aber sau anstrengend. Als Bilstein hat schon richtig auch den Motorrad weh getan, ne? Ja, viel Sprung. Und dann warst du im Urlaub, ne? Und ich bin allein nach Rottleben. Ja. Rottleben, das sind so die Strecken, die sollte man echt immer machen. Die möchte ich auch unbedingt mit dem Gespann machen. Das macht dem Boxer so viel Spaß. Der fliegt da richtig. Das sind diese langen Sprünge. Das macht einfach richtig, richtig, richtig Fun. Highlight des Jahres 2023, wie die letzten Jahre auch, in Österreich. Das Erzberg-Rodeo. Wir waren mit dem Gespann dabei, hatten richtig viel Fun. Erzberg-Rodeo haben wir uns immer für 2024 auch wieder gemeldet. Natürlich wieder mit allen, also mit dem Rocket Ride, mit der Iron Road und ich möchte irgendwann in den Hare Scramble kommen. Ich muss nicht oben ankommen, das schaffe ich nicht, das weiß ich, aber ich möchte unten am Start dabei sein, mit dem Boxer. Also da könnt ihr mir die Daumen drücken, ne, für 24. Und damit es nicht im Berg gleich wieder so scheitert, versuche ich es mal mit Flachschiebervergaser. Dann haben wir das Bing-Vergaser-Problem mit dem Einschlagen nichts mehr. Dann war der Jörg zu Besuch. 5 Jahre nach der Russland-Tour ist er extra vorbeigeschneit, hat es mit mir gefeiert. Das ist noch ein Nachlass aus der Vidim River Bridge. Also da fehlt nicht nur
wie heißt das, Säule von der Brücke, wie heißt das? Stütze. Da fehlt nicht nur eine Stütze, sondern es fehlt auch ein Nagel. Aber ich glaube, wir sind ja die Einzigen, die einen mitnehmen. Ja, das ist her mit der Russland-Tour. Das gibt es auch in der Playlist. Da kann man die ganze Russland-Tour anschauen. 2018 mit der KTM war das. Das ist ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Das war so intensiv und wir haben so viel gelernt und so viel gesehen. Das ist einfach atemberaubend und heute wahrscheinlich auch so nichts mehr möglich. Jo, danach die BMW Motorrad Days. Da war ich nur kurz dort. Du warst gar nicht mit dabei. Nein. Ja, was will man sagen? Die geben sich Mühe, aber die geben sich auch keine Mühe. Ich weiß es nicht. Ich hätte mir viel mehr Leute dort gewünscht für den Aufwand. Viel, viel mehr Leute. Wir waren dabei. Es kann keiner schimpfen. Ja. Schlechter als was zu sagen, ne? Gibt es immer nur Ärger. Goldbach, GCC-Rennen. Goldbach ist auch eine geile Strecke. Einmal im Jahr haben die offen. Und es ist sehr komisch, auf einer Strecke zu fahren, die nicht einmal geschoben ist. Also da war das Gras noch gestanden. Da ist auch der Maxi Scheck mitgefahren. Ich konnte den dritten Platz machen, trotz meiner Verwundung. Ich bin vorher vom Fahrrad runtergeholt worden und war mit dem Ergebnis echt zufrieden. Ja, ich denke, das wäre vielleicht für heuer, die GCC, die Anmeldung ist schon offen, für heuer wieder anzudenken. Aber sonst ist der Modus für mich viel zu kurz. Eine Stunde Fahrzeit für den Aufwand finde ich Zu zu viel. wenig. Die Fahrzeit. Die Fahrzeit zu wenig, nicht der Aufwand zu der viel. Aufwand zu viel. Jo, dann ging es in den Familienurlaub. Ich habe ja auch zwei Kinder und eine wunderhübsche Frau. Wir sind nach Italien gestartet und bei uns ist der Familienurlaub nicht so wie bei allen anderen. Wir gehen ja direkt an Urlaub, sondern das nennst du, wie nennst du das? Erlebnisfahrt Ja, oder Erlebnisreisen. sowas auch. Es sind zwei Motorräder unterwegs abgeben waren. Wir waren dann noch unten in Villach unterwegs. Sind dann weiter zu Legend Bike in Vicenza, haben da die besucht. Von dort aus ging es weiter zu Marco Bellini, Zweiventilgarage nennt er sich. Dort haben wir eine schöne Woche verbracht und eine kurze Erlebnisreise auf dem Schiff. Und heimwärts habe ich dieses geniale Video beim Corrado Pessina machen können mit der Six Days BMW. Und dann on top nochmal 6 Stunden Acerbis plus 30 Tanks mit heimgenommen. Also ist schon cool. Also wir fahren nicht mit einer kleinen Tasche, sondern wir haben einen großen Koffer dabei. Auf zwei Achsen Tandem. Ja. Das ist ein bisschen ein different Urlaub. War cool. Acerbis ist auch immer so lustig. Eigentlich ist alles vorbestellt und alles muss passen, aber es ist jedes Mal ist es so eine Challenge, seine Teile zu kriegen und am richtigen Lager zu sein. Danach waren wir zwei nochmal unterwegs. Sein's gut. Sinza im Steinsfurt. Das war der zweite Platz, oder? Der dritte? Zweiter. Zweiter Platz. Enduro-Rennen. Also Enduro-Gespann fahren, toppt das Ganze nochmal. Was so faszinierend ist an dieser Fahrerei ist, weil man draußen unterwegs ist. Die Strecke ist nicht so eng. Der Track ist immer so 40 bis 60 Kilometer lang. Bei dreimal, wenn man das fährt, ist die Wiederholungsrate auch nicht so hoch. Man sieht was Neues, die Leute sind draußen alle, jeder winkt und freut sich über uns. Da ist keiner, wo jetzt sagt, ey, hör mal zu und kein grünes Plakat, ne? Nein, und vor allen Dingen die Unterkunft mitten in den Weinbergen. Ja. Super Ambiente. Wir konnten aufs Sinsheimer Stadion schauen. Aber die ganze Nacht Geil. geträumt vom Fußball. Ah. Wir wollten ja mal zum Fußball, aber der hat zwei linke Füße, also sind wir nicht hingegangen. Sind wir lieber ins Festzelt. Ja, nach der geilen Veranstaltung in Sinsheim hatten wir in unser Enduro-Boxer-Training. Wir haben es nicht als Treffen ausgeschrieben, weil wir den Platz in Neuer Schierschnitz nicht abschätzen konnten. Da warst du auch nicht da, ne? Da war er schon wieder im Urlaub. Was der Urlaub macht, so als Rentner. Ja, Location war super. Hätten locker die dreifachen Personen sein können, aber wir wussten es nicht. Nochmal danke an den Thomas Zünkel und den MC Isolada, dass er uns das ermöglicht hat, dass wir da hingehen können. Vom Trainingsgelände ist es wirklich klasse, was für Abfahrt man da hat. Wir konnten gar nicht mit den Boxern am Anfang rein. Wir mussten erst mal draußen auf einer Wiese üben.
Ich bin auch das erste Mal mit dem Gespann angehalten worden. Das war auch so eine Sache für sich. Auf der Straße, kurze Hose, T-Shirt und Birkenstock, wie man es halt kennt. Mit dem blauen Auge davon komme. Nächstes Jahr, 2024, werden wir das Enduro-Boxer-Treffen wieder machen. Wieder so 30.08. bis 2. September. Auch wieder in Neuhaus-Schierschnitz. Aber dann als Treffen und Training. Dann bin ich auf dem Weg in den Kosovo gewesen. Mit dem Jörg wieder. Das war die Enduro-Boxer-Tour 2023. Auf dem Hinweg beim BMW Bayer, beim Shashu-Bike geschaut. Dann durfte ich noch ein Motorrad mitnehmen. Das ist dann verschifft worden. Weg in den Kosovo war sehr abenteuerlich, schon mit meinem Bus. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass der es überlebt. Ich habe gedacht, er bricht in der Mitte auseinander. Die Straßen, die sind schon wie Dresden 44, muss man echt sagen. Aber dann unten, als wir in das Land eingereist sind, war richtig klasse. Da folgen dann auch demnächst 2 Filme oder 3, je nachdem, Schnittmaterial gibt es genug. Kann ich jedem empfehlen, ist touristisch komplett schlecht erschlossen und das ist gerade das Schöne. Wir haben Kosovo, Albanien, Mazedonien gemacht und die Mischung war klasse. Es waren teilweise Tet- und Wanderwege. Es gibt keinen, der sich beschwert, aber seid einmal gespannt aufs Material. Auf der Rückreise durfte ich nochmal bei Acerbis Anhalt. Da kommt dann auch nochmal irgendwann ein eigenes Video. Unseren unterschriebenen Tank vom Franco durfte ich entgegennehmen. Da sind dann die Unterschriften drauf von allen, die am Projekt Acerbis SWT-Tank beteiligt waren. Dann zum Geschäft. Der Aaron sitzt dauerhaft am Computer und tut neue Artikel einpflegen. Wir haben um die 500 neue Artikel mit ins Geschäft mit eingeführt, mit aufgenommen. Es ist elend viel Arbeit. Manche nimmst du auf, die kannst du gleich wieder löschen, weil es nichts mehr verfügbar ist. Da kannst du weinen. Und circa 15 SWTs sind auf die Straße neu zugelassen worden. Ja, unzählige neue Eigenproduktionen laufen. Ich zähle jetzt mal die Schwinge, die gefräste, das Windschild, die Eigenproduktion der Plastikflasche wie Paris Dakar. Hat es mal von Acerbis gegeben, kommt leider nichts mehr. Und dann sind wir dabei, ein paar saubere Trichter herzustellen. Die kann man bei jedem Motorrad gebrauchen, also nicht nur beim Boxer. Für den großen Tank ist das natürlich gut zum Einfüllen. Und wir wollen das aber jetzt dann allen anbieten. Also auch bei unserem KDM-Gespann ist das gar nicht schlecht, wenn man schön einfüllen kann. Die Heckproduktion haben wir in den letzten Video vorgestellt. Da geht es auch weiter. Da gibt es dann auch mal ein LC4-Heck und eventuell so eine Art Schalber-Style-Heck. Das ist für die Zukunft. Ich wünsche uns und euch einen guten Beschluss. Rutscht gut ins Jahr 2024 rein. Ich wünsche viel Gesundheit. Wir hatten ja ein paar Einschläge in den letzten Tagen. Ne? Viel Gesundheit. Bleibt unserem Kanal treu. Abonniert uns. Werdet Mitglied. Schreibt drunter, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder mal irgendwas anderes Interessantes sehen wollt. Ja, ich danke dir, dass du dir das ganze Jahr Zeit nimmst. Ich danke Aaron für seine Mitarbeit. Und ich sage jetzt Tschüss zu euch. Bis bald, euer Manuel Schad von SWT Sports.